Hallo meine Freunde der Züge und willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvel's Avengers mit dem Joker jetzt an meiner Seite. Und dem Drachenburschen an meiner anderen Seite. Ja, ich hoffe, der Jerome, der heute begrüßt wird, genießt das Leben in vollen Zügen, so wie wir. Und ich hoffe, Tim fährt gerade nicht im Zug, denn das könnte eine heitere Zugfahrt werden, die uns bevorsteht. Was ist das denn? Rot. Oh, wahrscheinlich auch irgendeinen bösen Charakter von Hydra oder so. Haben wir noch nicht. Wahrscheinlich. Wollen willst sagen, du mal weitergehen? Ich würde hier auch gerne wieder raus. Ja. Du kannst dich da nicht auch dranhängen an das Ding? Nein. Echt nicht? Nein. Ich brauch dich aber hier oben. Du musst dich dranhängen. Oder, jetzt baue ich was auf. Ah, okay, nee, nimm alles zurück. Ich glaube, es wird so eine Art Leiter für dich. Damit du mir hier wieder helfen kannst. Schieb's mal rüber. Ja, die Hilfe ist auf dem Weg. Kann den Joggers doch hier nicht hängen lassen, oder? Das wäre ja unmöglich. Aber guck dir die Strahlen von da vorne. Muss ich silberne Sand kaputt machen. Die kann ich leider nicht kaputt machen. Da brauche ich deine Unterstützung. Dafür halte ich dir dann die bösen Kerle da. Ach, das sind bloß Geschütze. Die bösen Geschütze vom Hals. Baue deine Geschütze oben auf einen Zug drauf. Hydra. Hydra, ganz einfach. Oh Gott, ich will die Münzen. Ich will die Münzen sowas von haben. Nein. Man tut halt, was nötig ist. Und die ganzen Münzen liegen lassen. Hauen. Oh. Nee, das hat's jetzt nicht gebracht. Au, au. Oh, ich hasse das. Weg mit dem. Ja, ich muss hier so eine Dinge aufbauen. Wahrscheinlich von dem aus ich nur blocken kann. Ah. So, er wird zurückgelasert. Boom. Endlich Ruhe hier. Mal hier schön die Flammen löschen. Ah, ich falle irgendwo rein. Das Level geht noch weiter. Alles gut. Irgendwie explodiert der Zug immer, wenn wir da sind. Was machen wir falsch? Ach, jetzt kommt die Szene, wo ich runtersäge. Ah, wie ist es bei dir so? Hängt sich's gut? Ja, ich hänge ein bisschen ab. Hast einen Durchhänger, ha? Ja, hat da noch einer gewesen? Bucky! Doch. Haben Sie eine Mission für mich? Hab ich. Wollen Sie mich in die Welt zurückholen? Ich will die Welt retten. Die Geheimwaffe von Hydra. Morgen wird Hydra die ganze Welt beherrschen. Getragen zum Sieg auf den Flügeln der Walküre. Hätte auf dem Meeresgrund bleiben sollen. Und das ist Level vorbei. Und wir haben es nicht geschafft, wahrer Avenger zu werden. Möchte an der Stelle nur bemerken. Dieses Mal sollte es nicht sein, wie viel Prozent haben wir. Haben wir noch vorher gesagt, dass es so leicht ist und das haben wir jetzt davon. Das hast du gesagt, ich habe das nicht gesagt. Ja, Entschuldigung. Manche Dinge sollte ich einfach nicht sagen. Dafür haben wir einen klassischen America-Captain bekommen. Und Steve Rogers natürlich auch. Mit den Boxhandschuhen. Das ist cool, oder? Aber der konnte nicht besonders viel mit den Boxhandschuhen, oder? Boxen. Wir haben ihn doch gerettet. Wir haben ihn nur nicht wiederbelebt. Dafür haben wir mehr Minikits als beim letzten Mal bekommen. Ach, man kann anscheinend nicht alles haben. Noch nicht. 250 Steine sind echt nicht so viel, oder? Egal, wir setzen die Geschichte fort. Ja, pro Level kann man 5, glaube ich, 5 kriegen. Die Chitauri werden unruhig. Sie sollen sich wappnen. Ich führe sie in eine ruhmreiche Schlacht. Dein unbedeutender Ehrgeiz. Wir sehen größere Welten. Als die Erde, die uns der Tesserakt offenbaren wird. Noch habt ihr den Tesserakt nicht. Du bekommst deinen Krieg. Ja.
Brauchen Sie das Zeug hier? Ja, Iridium. Kommt in Meteoriten vor und bildet Antiprotonen. Ist nicht leicht zu beschaffen. Besonders wenn S.H.I.E.L.D. weiß, dass man es braucht. Sag mir, was du brauchst. Ein Ablenkungsmanöver. Oh, das sieht doch nach New York aus. Seit wann gibt es auf der Upper West Side so viele Baustellen? Glaube ich jetzt. Hier entlang, Captain Rogers. Einige Leute würden Sie nur zu gerne treffen. Ah, wir haben es nach New York geschafft. Ich möchte noch sagen, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, offiziell. Das will ich aber auch. Und du siehst, es gibt ganz viele Quests hier. Und es ist ein neues Radar da links unten. Das ist auch neu. Okay, aber ich warne dich. Können wir auch jederzeit Charakter wechseln? Okay, momentan können wir nicht Charakter wechseln. Ja, irgendwie. Ah, ich kann gar nichts. Da könnte ich was machen, aber kann ich leider nicht. Das kannst nur du, weil nur du schießen kannst. Ich kann momentan nur rumlaufen. Du bist gerade beim Autorennen angekommen übrigens. Ich stelle mir mal ein Taxi. Was kann ich da gewinnen? Ein Auto kann ich beim Autorennen gewinnen. Pff. Wo sind wir denn hier? Bei Fast and Furious? Nein. Ich will hier raus. Also, kann man nicht hupen? Ah ja, kann man. Dann kannst du wahrscheinlich auch das Sirene anmachen. Links oben. Ups, Polizei, warten Sie! Also der erste Eindruck von New York ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ja, ich würde nur gerne einen Charakter haben. Ja, das ist momentan, wie gesagt, wir sind ja momentan noch nicht wirklich im Fliegen. Ja, aber wir haben fliegende Charaktere und ich würde gerne mal so ein bisschen... Wow, das gibt's war aber kein cooler Sprung. Das geht besser. Oh. Und wo sehe ich... der blaue Punkt ist... Du musst den Münzen folgen. Ja, ich will ja Dings... Was sind diese Lila-Herausforderungen? Der Motor da vibriert. Da ist irgendwas. Was kann man da machen? Wer bist denn du? Hi. Okay, erwischt. Ich bin kein echter Taxifahrer. Und du anscheinend kein echter Zivilist. Du kannst mich Spectre nennen. Inspector. Ich bin gerade dabei, in Downtown einen Informanten zu treffen. Okay. Ich muss dir vermutlich nicht sagen, dass Downtown traditionell ein zwielichtiges Viertel ist. Und unser Ziel ist wirklich zwielichtig. Wenn du interessiert bist, hätte ich nichts gegen ein zusätzliches Paar Augen. Komm mit, Partner. Ja, komm. Machen wir mal eine Mission, damit ihr die auch mal seht. Mein Informant bevorzugt es, im Verborgenen zu bleiben. Angeblich soll er über dieses Viertel herrschen, also verlier nicht den Kopf. Daredevil? Augen auf, Partner. Es kann jederzeit ungemütlich werden. Warte mal noch kurz, nicht, dass du in die nächste Mission schon reinstolperst. Ich will noch ganz kurz diese Mission zumindest noch abschließen. Na, was haben wir denn da? Bam! Also ich muss sagen, mit S.H.I.E.L.D. gefällt er mir deutlich besser, der Captain America. Ich würde ja gerne den Gegner auch die Waffen abnehmen. Da liegt die Waffe. Warum kann ich sie nicht nehmen? Gemein. Mein Moon Knight hier, der macht aber auch nicht so viel. Großteil des Kämpfens muss immer noch ich machen. Du kannst mich gerne unterstützen, wenn du möchtest. Du schaffst das schon. Nein! Ich bin gestorben. Los, komm. So viel zu, ich schaff das schon. Aber zumindest die Mission ist schon mal was anderes. Als die Mission, die es sonst so gab in der offenen Welt. Könnte Potenzial haben, die offene Welt. Oh, Gratulation zum goldenen Stein. Jetzt muss ich nur noch durch das Tor kommen. Ja, da brauchst du irgendeine Fähigkeit, die du nicht hast. Ich weiß aber nicht, welche Fähigkeit das ist, das kann ich dir leider nicht sagen. Momentan haben wir ja noch nicht so viele Charaktere, deswegen lohnt es sich auch noch nicht wirklich in der offenen Welt rumzulaufen. Ich will doch nur einen, der fliegen kann, aber gibt's hier nicht irgendwie... Ich glaube, wir können gerade die Charaktere nicht wechseln, nee, das ist gerade nicht vorgesehen. Mal kurz weiter. Ich glaube, erst wenn wir wirklich die freie Welt erkunden können, können wir auch die Charaktere wechseln. Und was machen wir hier, wenn wir nicht gerade... Ich mache nur gerade diese eine Quest hier zu Ende, weil ich gerade hier so schön bin. Oh, mach die Sirene aus, die nervt. Danke. Oh, hier, da vorne sind noch ein paar mehr. Schläger, was? Und ich dachte, mein Partner hätte Stil. Wir müssen unsere Helden zu vermieten Zielgruppe wirklich nochmal überdenken. Bin mal gespannt, wer sein Partner ist. Na komm, weg mit euch. Da sind ja keine Gegner für uns. Na, da. Genau, den sollst du beseitigen. Oh nein, Moon Knight ist gerade gestorben. Ah, noch einer weniger. Es ist schon angenehmer, muss man sagen, wenn man einen Charakter hat, der schießen kann. Aber ich glaube, wir haben es ja gleich. Ja, noch lachst du, aber ich komme wieder.
Schauen wir, wer zuletzt lacht. Jetzt habe ich zuletzt gelacht. Ist die Mission? Nee, ist noch nicht zu Ende. Noch nicht ganz. Weil ich bin ganz hier beim Shield-Typ-Dings-Flugzeug angekommen. Ich seh's. Ich bin gleich bei dir. Die ganzen Scheine die gleiche Farbe? Wie soll man die unterscheiden? Ich glaube, er sieht irgendwo Gegner. Oh, Gegner. Ah, weg mit dem. Ja, er macht auch. Selbst wenn man einen Sprungangriff macht, dann macht man die nicht sofort kaputt. Die halten echt was aus. Ups, falsch erwischt. Passiert. Passiert am besten. Ja, eigentlich wollte ich ihn ja erwischen. Captain America hat heute nicht so seinen guten Tag hier. Er ist echt schwach, muss man sagen, wenn er nur so im Nahkampf boxen. Ihr sollt nicht mal weglaufen, nur weil ihr Fernkampfwaffen habt. Und gemein. Die spielen ja richtig mit, die wissen, wie sie mich besiegen können. Ist man gar nicht gewohnt. Nee. Intelligente Gegner in Lego spielen. Die denken mit. Gefährlich, gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Gute Nacht. So, jetzt haben wir es aber hier, oder? Noch mehr. Weg mit dir. Nein, nicht weglaufen. Bleib doch da, Mensch. Geht doch. Sieht aus, als wäre mein Informant ein vorsichtiges Kerlchen. Oder testet er uns? Das ist eine gute Frage. So, wo ist denn der Informant? Ist hier das Treffen? Ist das dein Informant? Das ist eine Katze. Ja, was jetzt? Mr. Tiddles? Du bist also mein Informant. Jetzt verstehe ich auch, wieso es so schwer war, dich zu finden. Danke, Partner. Ab hier übernehme ich. Hier, das hast du dir verdient. Ein goldenes Steinchen. Moonlight haben wir freigeschaltet. Ah, cool. Oh, die Katze ist cool. Ist doch süß, oder? Ich finde die Katze süß. So, Joggers, gehen wir zur nächsten Mission. Beziehungsweise, du hast den Kopf im Glas gehabt. Ich habe den Durchblick. So kann man es natürlich auch nennen. Ist wie eine Brille praktisch. Der Tesseract wäre in jedermanns Händen gefährlich, aber in Lokis? Ich möchte gar nicht wissen, was er mit dieser Macht anstellen könnte. Das Chaos, das er dieser Welt bringen würde, wäre bestimmt kein harmloser Spaß. Warum will er ihn überhaupt? Ist sein Zepter nicht schon stark genug? Hoffentlich kann unser kleines Expertenteam ihn aufspüren, ehe es zu spät ist. Reingeflogen ins Avengers-Zeichen. Ich meine, wenn es keine Umstände macht. Nein, nein, schon in Ordnung. Es sind sehr alte Karten. Hab Jahre gebraucht, bis ich alle zusammen hatte. Fast neuwertig. Leichter Gelbstich an den Rändern. Wissen Sie, es ist eine sehr große Ehre, Sie an Bord zu haben. Ich hoffe, ich bin der Richtige dafür. Oh, das sind Sie. Absolut. Den Flugzeugträger kennen wir noch aus dem ersten Teil. Helicarrier? Mhm, also Spiel. Ah, stimmt, das ist Helicarrier. Ja, wir sind zu Hause. Noch, wir kommen mit Captain Rogers an Bord. Bereiten Sie die Landebahn für die Landung vor. Oh, Moment, dann sieht er noch ein bisschen Chaos aus. Noch ein bisschen nach Chaos aus hier auf der Landebahn. Nee, das muss so. Ja. Mach dich mal zum Hulk. Oder kannst du dich zum Hulk machen? Oh, er sieht eher aus, als würde er müssen. Aha, also wenn ich normaler Bruce Banner bin, kann ich mich nicht in Hulk hören. Ja, blöd. Da brauchen wir was für Captain America. Momentan müssen wir eine Fahne suchen. Außerdem müssen wir irgendeine lange Leiter oder sowas haben. Ich werde zu sagen, was das dritte ist. Und außerdem brauchen wir noch so ein Kehrfahrzeug. Achtung, Speichern. Speichern? Boom. Wenn wir das Landefeuer nicht einschalten können, wird hier in nächster Zeit so schnell niemand landen. Oh. Ja, du kannst dich unsichtbar machen Schild und da reingehen. Shield hat viele Geheimnisse, ich weiß. Aber naja, ich bin mir nicht ganz sicher, wer die Idee hatte, eine der Sicherheitskameras mit der Steuerung des Landefeuers zu verbinden. Ach Leute, was soll das? Können die Ölfässer bitte nicht auf dem ganzen Helicarrier-Deck verschüttet werden? Hm, denn nicht. Vorsicht bitte, das würde schlimme Flecken hinterlassen. Außer man ist komplett in Schwarz gekleidet. So, ich aktiviere mal, wenn ich schon hier bin. Und Feuer! Feuer? Gut gemacht. Wenn Sie schon mal hier sind, wie gefällt Ihnen das Willkommensbanner für Captain Rogers? Schick, oder? Feuerwerk! Da kann ich nochmal. Was ist das? Hacken? Sieht nach Hacken aus. Ist das Hacken? Oder muss ich einfach nur mein schönes Gesicht zeigen? Ah, das reicht anscheinend.
Minikit. Minikit und noch sogar 4000 Steinchen für uns. Was ich interessant finde, ist übrigens, dass wir in den Extras hier, da sind ja einmal die Verkleidung zum Verkauf, zum Kauf verfügbar und Steinchen anziehen haben wir auch schon, obwohl wir noch keinen einzigen roten Stein gefunden haben, können wir schon Extras kaufen. Ja, also bei der Spielmechanik blicke ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durch. Ja, also so, wie es auf sich hat, wann man wo ist. Weil bis jetzt ist ja hier reine Storylines. Ja, ja, das stimmt. Und wenn es nur 15 Level gibt, dann haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen was. Ja, sind wir schon mal 15 Level? Ich finde, es war 15 Level sind wir schon. Ja. Oder wie hieß es? Warte mal. Ah, sieht man hier nicht. Na. Aber es geht auf jeden Fall schnell voran, weil die Level ja auch immer nur so also maximal eine halbe Stunde sind. 100% wird natürlich ein Stückchen dauern, weil es gibt halt auch sehr viel, gerade dann, wenn wir irgendwann mal in New York sein sollten. Eben. Also hast du gesehen vorhin in New York, da gibt es auf jeden Fall jede Menge, aber ich glaube, die Story wird nicht sehr lange sein. Weil zum Beispiel bei Lego Batman 3 gab es ja teilweise echt Level, die eine Stunde waren. Mal schauen, ob das hier auch noch gibt. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, weil ich meine, einerseits ein Spiel kaufe ich mir ja primär schon wegen der Storyline, weil ich habe nicht immer Lust, mich dann dahin zu setzen und jeden kleinen Fleck zu sammeln. Zumal, wenn es irgendwie eine krasse Belohnung gäbe für 100%, aber die kriegst du ja nicht. Ja, da gibt es ja ein Bonuslevel oder so. Schauen wir mal, warten wir es mal ab. Macht man hier so auf, indem man es kaputt macht? Nein. Da brauchen wir Captain America. Ich glaube, hier musst du irgendwie so entlang springen. Ah, ich muss da hoch, meinst du? Das kann natürlich sein. Opa. Nee, du musst von einem zum. Ja. Ah, und da oben. Ah, das ist für Black Widow. Ah, okay. Ich verstehe. Okay, es ist alles irgendwo in der Ecke hier. Hopp, und da unten ist auch noch einer gewesen. Das war leicht. Und schießen muss ich auch noch gleich. Du Armer bist hier echt gerade. Nutzlos. Das hast du gesagt. Ohne Beschäftigung wollte ich eigentlich sagen, aber. Das nennt man nutzlos. In deinem Fall schon, ja. Hui. Aber jetzt kannst du immerhin mit mir nach oben fahren. Und du musstest mit mir nach oben fahren, denn allein hätte ich den Abzug nicht bedienen können. Wow. Fein. Sind mir runtergefallen. Ja, ha. Viel Spaß. Da unten. Ah, komm ich nicht mehr hoch. Kannst du hacken? Ja, kannst du. Das heißt, dann mach mal. Ah, man kommt auch alleine hoch übrigens. Zu deiner Information. Nein, da komme ich nicht hoch. Gemein. Ich dachte, ich komme da hoch. Ich dachte, ich komme da hoch und kann dann da hoch springen, aber da liegt auch irgendwas da oben. Auch so eine Drückplatte oder sowas. Aber da brauchen wir wieder Iron Man oder so. Oder irgendeinen Charakter, der fliegen kann. Und den haben wir noch nicht. Also haben schon, aber wir können ihn noch nicht spielen. Wenn der Quinjet wegen mir nicht landen kann, dann wird aus Direktor Fury Direktor Fuchsteufels wild. Und aus mir Direktor arbeitslos. Moment, da stimmt was nicht. Ich quatsch mal mit ihm. Shields neuer Landesignaloffizier zu Ihren Diensten. Hätte ich nicht vor kurzem meine offiziellen Shield-Signalfahnen verloren. Der nächste Quinjet könnte nämlich jede Minute landen. Können Sie mir helfen, sie zu finden? Können wir das? Vielleicht. Vielleicht. Sind wir mal nicht so. Also müssen wir es eh machen. Ah, jetzt wissen wir, wo die sind. Jetzt ist da auch was für Black Widow freigeschaltet. Ach, gemein. Dabei war ich schon genau da oben an der Ecke. Ich habe schon gerochen, wo das ist. So, du machst mal unten weiter. Keine Ahnung, etwas Spezielles von Shield hätte, das meine Fahnen orten könnte. Das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Okay. Passt. Na, schaffst du's? Da war einer und da war einer. Ja, ich schaffe es. Da oben waren noch Sachen versteckt. Jetzt verstehe ich's. Aha. So, mal da oben raufgesprungen. Und die Fahne genommen. Jawoll. Und sogar noch eine 10.000er Münze geholt. Super. Ich glaube, ich kann sogar außen rumlaufen. Ja, da gibt's noch mehr Münzen. Kann ich auch noch hinten rumlaufen? Ne, das sind dann unsichtbare Wände, die es mir verbieten, weiterzulaufen. Ein bisschen hier rumlaufen, ein paar Sachen zerschießen, ein paar Münzen holen. Noch haben wir ja erst die Hälfte hier in dem Level an Münzen. Das muss natürlich mehr werden. Du bist mit deinem Job da zufrieden? Ich könnte nicht glücklicher sein. Ölflecken sauber machen, mein Gott. Ja, okay. Traumjob, definitiv. So, ich gehe mal hier weiter. Hui! Machst du erst das deins oder soll ich erstmal? Ach, mach warte, deins. Bin ja gleich fertig, wenn ich hier mit der Steuerung ein bisschen klarer komme. Danke! Das Deck ist nun schön sauber.
Fast so gut wie neu. Hätte nicht gedacht, dass man seine Spiegelung im Beton sehen kann. Kann man auch nicht. Es wird doch noch ein bisschen Öl drauf. So, bitteschön. Da sind sie. Puh. Nun stehe ich im Rampen. Signallicht. Ja, hoffentlich weiß ich noch, wie es geht. Habe ich eigentlich erwähnt, dass das mein erster Arbeitstag ist? Nein. Hast du nie erwähnt. Aber dafür haben wir jetzt alle Sachen. Der Mann mit der Fahne läuft nach vorne, das heißt, der Quindred kann landen. Und Captain America ist dann auch gleich an Bord. Da ist er ja schon. So, wo ist Captain America? Einmal herausmarschiert. Dankeschön. Er hat gleich seinen coolen Anzug an. Ist ja in Zivil unterwegs, der Captain. Der Part von Lego Marvel's Avengers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du in Zukunft auch keinen Part mehr verpassen. Und es lohnt sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google+ und Instagram-Seiten vorbeizuschauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung, da bekommst du immer die neuesten Infos zu meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und möge die Macht mit dir sein. Servus!